bin Robert Bruns. Wir sind hier bei Sportfelde Bruns auf dem Schloss Stuttgart. Ich möchte euch heute eine Sache mal etwas näher bringen, die mir persönlich sehr wichtig ist in Bezug auf Pferdeerziehung, Ausbildung. Pferdeausbildung bzw. Erziehung beginnt bei mir schon eigentlich in der Pferdebox. Das heißt, wenn wir unser Pferd rausholen, am Halfter nehmen bzw. Hufe auskratzen bzw. in der Putzbox putzen, Vorbereitungsplatz putzen. Da ist es schon entscheidend, wie sich mein Pferd verhält. Also da müssen wir schon erzieherisch wirken, dass mein Pferd nicht möglichst die ganze Zeit umhertrampelt, hin und her wackelt, dass es schon eine gewisse Ruhe und Gelassenheit hat, zu stehen und sich putzen zu lassen. Und das nächste Ding ist eigentlich ganz, was ziemlich häufig in der reitenden Bevölkerung falsch gemacht wird, ist das Aufsteigen. Ganz viele steigen auf in der Bewegung des Pferdes. Und das kann teilweise eskalieren, sodass man im Galopp aufspringt. Ich finde, es ist nicht schlimmer, wenn einer meiner Kunden ein Pferd probieren möchte oder sein eigenes Pferd reiten möchte und er auf das Pferd steigt und es fängt an, los zu galoppieren. Also da sollten wir anfangen, schon unser Pferd vernünftig zu erziehen. Ich persönlich ziehe es gern vor, am Platz, dort wo geputzt und vorbereitet wird, aufzusteigen, weil die Pferde dort ja schon eine gewisse Ruhe haben, schon eine gewisse Gelassenheit haben. Sie sind hier mit diesen Gegebenheiten vertraut und sie sind damit vertraut, auch an dem Punkt stehen zu bleiben. Und da sollte man auch dran arbeiten, dass man wirklich, nicht jedes Pferd ist so gelassen am Stehen wie hier, was fast eine Minute lang steht. Ja, die meisten Pferde sind doch ziemlich nervös und das habe ich bei ganz vielen schon im Vorfeld mal beobachtet. Pferde, die bei uns in den Stall kommen, können teilweise überhaupt nicht stehen. Sie müssen quasi erst dazu erzogen werden. Und gerade diese Pferde sind so nervös, so frustriert und dann, dass die nicht mal 3 Sekunden am Stück stehen können, ohne zu explodieren. Entschuldigung. Das heißt, schon beim Anreiten darauf achten, dass das Pferd steht. Jemanden sich zu Hilfe holen, der vorne das Pferd festhält, beziehungsweise vor dem Pferd stehen bleibt, bis das Pferd das mal für ein paar Sekunden aushält. Das Ganze Step by Step das Pferd heranführen, weil, wie gesagt, gerade unruhige Pferde, die es nicht so gewöhnt sind, auch dazu neigen, auszurasten. Also mit wenigen Sekunden erstmal anfangen und sich nach und nach über Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate vorarbeiten, dass ein Pferd vernünftig steht. Das ist mein Appell ein bisschen in Bezug auf Pferdeausbildung, Erziehung, mein Hinweis, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.